Zum Teufel nochmal, ihr seid Kästen auf Beinen. Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Wie könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Bring uns darunter und ich gebe ihm ein Paradoxon. Heißer? Heißer? Kochend heiß? Okay, kälter, kälter, eiskalt. Du erfrierst gerade. Es ist kalt, ganz, 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 ganz kalt. Nun drückst du schon endlich den Knopf! Lustig, oder? Zum Schreien komisch. Wir moxen hier seit 12 Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, die zu lösen. Du schaffst es. Hey, Schwachkopf. Oh. Hallo? Zeit für Paradoxa. Dieser Satz ist falsch. Nicht darüber nachdenken, wahr, würde ich sagen. Hm, das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon, ich Schlitzohr. Falsch. Ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage sofort. Das hatte ich doch repariert. Warnung. Kritische Reaktor-Kerntröpfung. Ja, repariert. Hey, wie schön, euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Und los geht's. Und los geht's. Also, los geht's. Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen. Die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Oh, aber ich sag dir, wenn ich dann teste... Oh, Junge, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen. Immer nur testen. Oh je. Okay, du testest, ich guck zu, was du so treibst. Und jeder von uns kann zufrieden sein. Warnung, Kernüberhitzung. Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Wir haben ein Problem. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Siehst du die Gräben? Sehr tödlich, extrem gefährlich.
Im Moment noch nicht, aber ich arbeite hart daran. Es ist kaum vorstellbar, aber es gibt eine Lösung. Sie ist nur teuflisch gut versteckt. Ein Tipp? Oh, ja. Gut gemacht. Das ist einmalig. Oh, ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... Ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Los geht's. Mach's einfach nochmal. Na komm, du kennst die Lösung. Na komm, du kennst die Lösung doch. Gerade eben hast du das Rätsel gelöst. Mach's einfach nochmal. Es ist keine Minute her, dass du es gelöst hast. Und es fällt dir nicht mehr ein? Du hast den Test schon bestanden. Vor nicht mal 20 Sekunden. Mach's einfach nochmal. Und nichts. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests, neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Oh, da sind sie. Alles in Butter. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Dieser Test ist von mir. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu.
beiden, ehrlich jetzt. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hol euch dann ein. Oh, gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Test habe ich selbst entworfen, zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert, es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche, einfach sensationell. Test habe ich selbst entworfen, zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert, es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst, ja? Siehst du die Tasten da drüben? Geh da rüber. Egal. Löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Weißt du, was es hier im Überfluss gibt? Monitore. Erst vorhin wünschte ich mir noch, ich hätte weniger davon. Du tust mir also einen großen Gefallen, wenn du sie zerschlägst. Danke, wir mussten nur den Hebel ziehen. Was? Nein, du hast doch die... Ich
gleich. Aber das war's jetzt.